Egal welches Lebensmittel das ist, immer sollte euer Körper der Maßstab sein. Yoga Om, Yoga auf erwachsene Art. Seid gegrüßt, liebe Freunde, ihr seid hier auf dem Kanal Yoga Om. Heute mit einem Video aus der Rubrik Yoga Alternativ, wo wir über verschiedene Themen um Yoga drumherum und über das Yoga sprechen. Und heute soll es um die Sattva-Lebensmittel gehen, über die Lebensmittel, die auch Harmonie liefern oder einer positiven, einer gütigen, einer guten Energie besitzen. Nun, das Thema ist vielbreitig, vielschichtig. Man kann jetzt ganze Listen aufzählen. Was sind denn Sattva-Lebensmittel? Was sind keine Sattva-Lebensmittel? Was sind Lebensmittel aus dem Bereich Rajas oder Tamas? Aber lasst mich euch am Anfang gleich eine wichtige Botschaft vermitteln. Denn egal welches Lebensmittel das ist, immer sollte euer Körper der Maßstab sein. Ja? Der Fleischer sagt jetzt zum Beispiel, ich esse Fleisch und fühle mich wohl. Das ist zum einen Punkt. Der Vegetarier sagt, ich esse Gemüse, ich esse, weiß nicht, Käse, Milch. Der Veganer isst zum Beispiel gar kein Käse, Milch und alle sagen, sie fühlen sich wohl. Gut, das ist ihr Moment hier und jetzt, wo sie sich wohlfühlen. Ja. Und da ist noch egal, ob das Sattva, Rajas oder Tamas Lebensmittel sind. Nochmal zur Wiederholung, Sattva, das sind Lebensmittel der Güte oder Harmonie. Rajas sind Lebensmittel, die Aktivität oder Rage, wie das Wort auch schon sagt, hervorrufen. Und Tamas sind Lebensmittel, die Unwissenheit, Faulheit, Müdigkeit hervorrufen. Sagen wir mal, das ist grob gesagt so eine Definition. Aber in erster Linie soll es bei Lebensmitteln um euren eigenen Körper, um euren Maßstab gehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel feststellt, hier und jetzt, in dem Zeitpunkt, wo ich hier bin, mag ich das lieber, mag ich das gerne essen, dann wisst ihr jetzt zumindest für den Moment hier und jetzt, was gut oder was schlecht für euch ist. Dennoch heißt es in den Yogaschriften, dass zum Beispiel regelmäßige Reinigungen empfohlen werden. Und wenn sich ein Mensch regelmäßig reinigt, sich regelmäßig weiterentwickelt, auch neue Informationen dazu bekommt, sein Bewusstsein ändert, stellt er nach und nach mit der Zeit fest, dass sich seine Geschmäcker verändern, dass sich seine Wahrnehmung verändert, dass auch seine Definition von dem, was gesund oder was ungesund ist, ebenfalls verändert. Und das führt uns zu der Tatsache, dass der Mensch feinfühliger wird, eben für den Einfluss von Nahrung auf seinen Körper, auf seinen Geist und auf seine Energie. Und jetzt, ausgehend von dieser Tatsache, wenn wir annehmen, dass der Mensch sich tatsächlich die ganze Zeit weiterentwickelt und nicht auf einem Punkt stehen bleibt und immer sein Würstchen oder sein Brokkoli rechtfertigt oder was auch immer, welches Lebensmittel auch immer, egal ob das gesund oder ungesund ist, können wir zulassen, dass der Mensch auch seine Vorstellung von Essen verändert. Ja? Diese Einsicht haben wir erstmal festgehalten. Und wenn wir dann weiter zu den Sattva-Lebensmitteln gehen, es gibt große Listen. Man sagt zum Beispiel, dass alles, was Gemüse ist, frische oder sagen wir mal, alles, was Früchte sind, denn Früchte heißt nicht Obst, sondern Früchte ist das, was heranwächst und es ergibt sich eine Frucht. Egal, ob das aus der Erde gewachsen ist oder ob das auf dem Baum oder auf dem Strauch wächst, es wächst im Endeffekt alles aus der Erde heraus mit Lichtenergie. Eigentlich im Endeffekt alles, was mit Lichtenergie gefüllt ist, was noch nicht tot ist, also was nicht abgekocht wurde, oder bei Fleisch ist das teilweise ja noch schlimmer, weil das Tier wurde gestorben und dann wird das Tier noch einige Wochen, also es wird geschlachtet, eingefroren, dann wird das noch ein paar Tage oder Wochen eingefroren, liegen gelassen und dann wird das erst serviert. Also das ist Nahrung in Unwissenheit per se. Aber um das Fleisch soll es hier erstmal gar nicht gehen, sondern es geht darum, zu erkennen, dass Früchte in erster Linie sattwisch sind. Es gibt immer wieder zwei, drei Ausnahmen, wie bei auch jeder Ernährungsform. Da kommen wir dann später dazu. Das sind dann sowas wie solche Reizsachen oder solche sehr mit übertriebenem Geschmack, zum Beispiel sehr scharfe Sachen, Peperonis oder scharfe Paprika oder Zwiebel, Knoblauch. Das sind Dinge, die wachsen, die aber nicht zur regelmäßigen Ernährung an sich von der Natur gedacht sind, sondern vielmehr als ein Lebensmittel. Das sind zum Beispiel auch Früchte, aber sie fördern eher die Energie des Rajas und nicht der Sattva. Denn wenn man scharf gegessen hat, dann wird man nachher keinen ruhigen Zustand des Verstands erleben können, weil die Zunge brennt und so weiter und so weiter.
So, und wenn wir das jetzt erstmal verstanden haben, dass ausgehend davon, dass alle Früchte, die wachsen, als sattwisch gelten können oder die meisten, wissen wir jetzt auch, was das Gegenteil ist. Wenn wir jetzt zu Rajas gehen, man sagt zum Beispiel in den vedischen Schriften, dass Rajas Lebensmittel sind das, die können auch roh sein, also zum Beispiel jetzt rohes Fleisch, ja. Ich habe gerade eben ein Tier gefangen oder zerlegt und esse das sofort, ja. Dann habe ich das Tier ist vor kurzem gestorben, hat Adrenalin ausgeschüttet, während es gejagt wurde oder während man es geschlachtet hat. Oder bestes Beispiel ist irgendein Met oder was auch immer, wo man hat irgendwie das Tier, weiß nicht, geschlachtet und dann hat man das Fleisch verarbeitet. Das Fleisch hat noch gar nicht so lange gelegen, das hat noch diese ganzen Adrenalin, Angsthormone und so weiter drin und man verzehrt das sofort. Ja, dann wird man auch Teil von dieser Energie haben. Ja. Darüber spricht man, dass es Energie des Rajas ist. Oder bei Rajas Essen sagt man, alles, was die Normalität der Sinneseindrücke übersteigt. Also alles, was zu scharf, zu sauer, zu süß ist, das führt im Endeffekt zu Rajas, zu einer Unausgeglichenheit im Verstand. Ja? Basierend auf diesen Vorstellungen von Sattva, Rajas und Tamas in der Nahrung bildeten sich auch solche Essenskulte oder Ernährung, heute heißt es Ernährungswissenschaft, damals in der vedischen Zeit gab es auch eine Ernährungswissenschaft, oder gibt es heute teilweise noch, heißt Ayurveda. Basierend darauf haben sich auch Menschen dann gesagt, okay, das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich. Dann haben sie noch Doshas eingeführt, um das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber im Endeffekt geht es darum, bei Ayurveda geht es darum, welches Essen esse ich, das maximal ausgeglichen für meinen Kopf, für meinen Verstand ist. Ja. Und solche Lebensmittel eben wie, ich habe ja vorhin aufgezählt, Zwiebel, Peperonis und so weiter. Einige werden das gar nicht merken, dass es ihnen so scharf vorkommt oder so, dass es ihre Sinne reizt. Aber, also bewusst zumindest nicht, aber unterbewusst hat es immer einen Einfluss, ja. Und wenn es keinen Einfluss hat, dann merkt ihr es noch nicht, weil euer Körper noch nicht gereinigt ist. Das ist das Statement, zu dem ich ganz am Anfang jetzt wieder zurückkehre. Wenn ihr regelmäßig an euch arbeitet, euer Bewusstsein verändert, euren Körper reinigt, dann werdet ihr auch merken, dass gewisse Produkte einen ganz anderen Einfluss auf euren Verstand haben. Ich kann das aus meiner Erfahrung berichten. Früher, jetzt Beispiel nehmen wir mal Brot. Brot ist, je nachdem wann es zubereitet wurde, also wenn es noch, genau, das ist eine wichtige Sache, die ich bei gekochten oder verarbeiteten Sachen sagen muss. Alles, was gekocht oder verarbeitet wurde und noch nicht länger als 2-3 Stunden liegt und ihr es unmittelbar nach dem Kochen oder Backen oder wie auch immer verzehrt, hat noch die Lebensenergie, die es als Sattva-Lebensmittel haben konnte, wie jetzt bei Brot zum Beispiel Weizen oder Dinkel oder was auch immer. Wenn es aber schon eine Woche her ist, dass es verarbeitet wurde, dann ist es natürlich Unwissenheit, es hat keine Energie mehr, es hat keine Lichtenergie mehr. Das ist eher ein Nahrungsmittel, das ist das, was nährt, aber nicht Leben mittelt, ja, oder Lichtenergie mittelt. Und in meinem Beispiel jetzt, wenn wir über das Brot sprechen, da war es tatsächlich so, früher, also ich konnte mir so ein ganzes Brotleib nehmen und das einfach verzehren, ja, ohne Schwierigkeiten. Ich habe keinen Einfluss gefühlt, ja, das hat gut geschmeckt, alles klar. Aber nachher, man reinigt sich, man entwickelt sich weiter und man isst 1, 2, 3 Brotscheiben, ja, oder man isst lediglich eine Brotscheibe und man merkt, wie krass es auf einen wirkt, wie stark es übersäuert, wie stark es im Magen liegt, ja, und dadurch, dass es lange im Magen liegt und einen so übersäugt, wirkt es auf die Arbeit des Verstandes, des Gehirns aus. Man fühlt Schlappheit, Müdigkeit, man fühlt so eine Apathie, man kann gar nichts mehr machen mit seinem Körper. Man liegt da wie so ein Stück Gemüse rum, bewegt sich nicht und ist überhaupt nicht produktiv. Und das habe ich bei einer Bandbreite von anderen Lebensmitteln festgestellt, die ich früher sehr gerne verzehrt habe. Aber nach einer Reinigung, nach einer Darmreinigung oder Magenreinigung oder einer langzeitigen Bewusstseinsreinigung festgestellt habe, dass diese Dinge überhaupt nicht förderlich sind für eine angemessene Ernährung.
Meistens ist das bei verarbeiteten Sachen tatsächlich der Fall, die wirklich in die Energie des Tamas tragen. Was ist Tamas? Also Tamas ist Unwissenheit. Die Russisch vielleicht von euch kennen in dem Video, die werden ganz genau wissen, dass Tamas und Tma, das heißt Dunkelheit, Unwissenheit. Das hat denselben Wurzelursprung, dieselbe Wurzel im Wort. Jemand, der aus Unwissenheit handelt, der wird auch denken, dass es gut ist. So wie ich zum Beispiel gedacht habe, dass Brot oder andere Sachen, die gut schmecken, dass sie auch gut sind. Weil wenn ich in Unwissenheit bin, nicht aufgeklärt bin über die Wirkungsweise auf meinen Körper, über den Einfluss auf meinen Verstand durch das Lebensmittel, werde ich natürlich denken, dass es gut für mich ist. So wie ich damals auch gedacht habe, dass ja, Fleisch schmeckt gut. Ja, das wirkt ja gar nicht so krass aufs Gehirn. Man hat es gegessen, man fühlt sich ganz normal und so weiter. Aber jetzt erst, indem ich das weggelassen habe und nicht nur Fleisch, sondern viele andere Produkte, merke ich überhaupt erst den Unterschied, wie das den Einfluss hat auf meine Entwicklung. Weil wesentliche Veränderungen, die ich zum Beispiel bei einer Ernährungsumstellung auf eine vegane Kost gemerkt habe, waren eine Klarheit des Verstands, eine Klarheit des Bewusstseins. Die Fähigkeiten zur Analyse steigern sich. Man sieht mehr die Zusammenhänge zwischen den Dingen, die man sich jetzt durchliest oder die man im Alltag mitbekommt. Man hat ein Erinnerungsvermögen, was über Jahre andauert. Man kann sich viel mehr Dinge merken. Das ist das, was Klarheit im Kopf schafft. Wenn wir uns auch anschauen, dass, wenn einige die Biologie von euch hatten, werden mich hier nachvollziehen können. Es ist lange her, ich muss zugeben, ich bin kein Biologie-Experte, aber grob gesagt, es gab mal so eine Skizze, das war Biologie-Oberstufe, da gab es mal so eine Skizze, Lichtenergie oder, da war sogar der Begriff Lichtenergie enthalten, Lichtenergie in Nahrung. Wie viel bekommt der Mensch von dieser Lichtenergie, wenn er diese Produkte verzehrt? Und dann waren aufgezählt, da waren zum Beispiel an erster Linie Obst, Gemüse, dann waren irgendwelche so gekochten Sachen, verarbeiteten Sachen, dann war Fleisch und dann war von Fleisch verzehrtes Fleisch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also bei Fleisch wäre das zum Beispiel ein Schwein, das heißt, das Schwein hat sich, oder eine Kuh, das hat sich zum Beispiel von Gemüse ernährt und wurde dann zu Fleisch verarbeitet. Und die noch schlimmere Stufe oder die noch untere Stufe unter dem Schwein wäre zum Beispiel ein Wolf oder ein Hund, den man verzehren würde, was natürlich keiner machen würde, aber in einigen Ländern verzehrt man auch Hunde oder Katzen. Das heißt, dass man ein Raubtier verspeisen würde, welches noch anderes Fleisch zu sich nimmt. Und da war so eine Kategorie, nämlich dass bei Früchten ist hundertprozentig diese Lichtenergie, Lichtnahrung enthalten. Und sogar aber wenn du dieses Gemüse oder Obst isst, wirst du 20% davon aufnehmen. Bei gekochten Sachen waren es irgendwie zwischen 7 und 10%, je nach Lebensmittel. Dann ging die Gradation weiter. Bei verarbeiteten Sachen waren das 3 bis 5%, bei Fleisch waren das 1 bis 3% und bei Fleisch von Raubtieren waren das 0,5 bis 1%. Also so eine Gradation hat man mit der Lichtenergie gemacht, die man aufnimmt. Und dazu gab es eine Erklärung im Biobuch, nämlich, dass das die Energie ist, die unmittelbar durch die Sonne kommt. Ja? Denn damit ein Fleisch oder damit ein Tier überleben kann, welches wir dann oder einige Leute später dann als Fleisch verzehren, muss es sich von pflanzlichen Dingen ernähren. Oder es muss sich von anderen kleinen Tieren ernähren. Das ist dann so diese Nahrungskette, die man auch noch vielleicht kennt aus den anfänglichen Klassen. Das heißt, alles, das Leben fängt bei Lebensmitteln an. Und als Lebensmittel bezeichne ich jetzt Früchte. Und egal, ja, ob jetzt der Mensch direkt das Gemüse isst oder ob er das erst über ein Schwein zu sich nimmt, er wird sowieso die Lebensenergie zu sich nehmen, die Lichtenergie. Und im Biobuch wird so ein Vergleich gezogen, natürlich steht das nicht da drin, aber ich habe das gelesen und ich habe das festgestellt,
dann ist es auch viel besser, die Lichtenergie direkt über die Früchte aufzunehmen, mit einer sattwischen Einstellung, mit mehreren Vitaminen und so weiter, als es erst durch den Schweinekörper durchzujagen und dann die restlichen 2-3% der Lichtenergie zu sich zu nehmen über das Schweinefleisch, ja, oder über andere Fleischsorten. Das stand zum Beispiel im Biobuch und vielleicht haben die meisten einfach noch nicht drüber gelesen, aber wenn man aufmerksam und das analysiert zusammenliest und sich dann so ein Urteil bildet, kommt man tatsächlich zu der Erkenntnis, dass es besser ist, direkt aus der Quelle zu schöpfen, direkt von der Sonne. Wir können uns nicht direkt von der Sonne ernähren, aber wir können die Vertreter der Sonne oder die Sonnenspeicher zu sich nehmen. Viele Marken werben übrigens auch damit, dass sie sagen, wir verkaufen Orangen oder Kartoffeln oder wir verkaufen Gurken, die 50.000 Sonnenstunden hatten, ja. Und man denkt sich, 50.000 Sonnenstunden, ja, der hat so viel Sonne in sich reingezogen. Und tatsächlich so. Das mag sich teilweise lächerlich und unwissenschaftlich anhören, aber ich habe ja vorhin aus dem Biologiebuch zitiert oder sinngemäß zitiert, da stehen diese Hinweise in versteckter Weise drin. Diese lange Erklärung, die ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, soll euch ein Hinweis darauf sein, was ist Sattva-Lebensmittel, was sind Rajas-Lebensmittel und was sind Tamas-Lebensmittel. Im Endeffekt werde ich euch jetzt bewusst keine Liste von Lebensmitteln geben. Ja, es wurde nämlich auch in dem einen Kommentar gefragt oder darum gebeten, dass wir das machen, aber ich werde das bewusst nicht machen, sondern ich werde euch dazu motivieren, euren eigenen Körper als Maßstab für Sattva, Rajas und Tamas zu machen. Sogar ein Fleischesser weiß, wenn er sich zu viel von Fleisch ernährt, wenn er zu viel oder wenn er nur Fleisch isst, nicht kombiniert mit anderen Dingen, dass es ihm sehr hart auf den Magen schlägt und dass er erstmal schlafen muss. Es hieß auch früher so, nach einem guten Essen muss man erstmal ein Nickerchen machen. Wenn man ein Nickerchen macht, heißt doch, dass man schläfrig, müde wird. Also daran sieht man schon, dass das, was man gegessen hat, zu Unwissenheit geführt hat, ja? Aber wenn man jetzt irgendeine Sache gegessen hat und wir haben gerade jetzt im Winter oder Richtung Winter eine Pomelo-Saison, wenn ihr mal so eine Pomelo oder eine halbe Pomelo verzehrt, ihr merkt, das ist so leicht zu verzehren, das ist angenehm im Geschmack, das trägt Wasser, das mittelt Leben und das gibt euch sofort Energie. Oder Orangen, Mandarinen, Clementinen, wenn ihr das verzehrt jetzt, ja, in unserer Winterzeit, habt ihr viel mehr Energie, als wenn ihr euch ein Stück Fleisch oder ganz viel gekochtes oder verarbeitetes reindrückt in euch rein, wirklich reindrückt, ja. Und da wird es nämlich noch weiter gehen. Verarbeitete Sachen oder gekochte Sachen lassen sich überhaupt nicht alleine essen. Also ihr könnt euch nicht nehmen und einen Teller Reis essen oder so. Oder ihr könnt nicht Brot einfach so trocken essen. Oder ihr könnt nicht irgendwelche Linsen, Bohnen, was auch immer essen. Meistens wird dazu immer ein Salat gemacht, weil man merkt einfach, man isst und man ist ausgetrocknet innerlich. Das heißt, man muss immer das was Lebensmittel, diese Früchte immer zu sich nehmen. Das ist ein Wasserträger. Und wir können auch so eine Gradation aufstellen, dass das, was Sattva-Lebensmittel ausmacht, vor allem sehr wasserhaltig ist, sehr viel Wasser enthält. Denn Rajas, Fleisch, enthält so gut wie gar kein Wasser und Tamas-Produkte immer weniger, erst recht. Und das ist ja auch das Problem. Wenn man Rajas und Tamas-Lebensmittel zu sich nimmt, ziehen sie Wasser aus dem Körper, um verdaut zu werden, weil sie sonst nicht überhaupt nichts, weil der Körper sonst mit denen nichts anstellen kann. Und das Schlimme ist, wenn euch irgendwann das Wasser ausgeht oder der Wasservorrat im Körper wird knapp, dann wird dieses Essen gar nicht verdaut, sondern einfach nur abgelagert und gar nicht mal in Form von Fett, sondern in Form von Steinen oder Kotsteinen im Darm. Das heißt, eure Verdauung oder eure weitere Verdauung für die nächsten Jahre wird eingeschränkt. Ja? So muss man sich das vorstellen. Und das ist auch der Grund, warum man seinen Körper als Maßstab wählen muss. Man muss auf seinen Körper hören. Macht einfach mal einen Test. Versucht mal, die Lebensmittel voneinander zu trennen. Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette voneinander zu trennen. Und versucht mal, diese Kategorie einzeln für sich zu essen. Ja? Und wenn ihr feststellt, ich esse nur Früchte, ich fühle mich total wohl. Und dann esse ich nur Gemüse. Och, das ist so ein Salat, das liefert mir Energie und so weiter. Versucht das Gleiche mal
zu machen mit nur mit Kohlenhydraten. Esst mal nur ein Schälchen Reis. Oder esst mal nur, wenn ihr zum Beispiel noch Fleisch esst, versuch mal nur Fleisch zu essen. Nur Eiweiß. Nicht mit anderen kombiniert. Und dann schaut einfach mal, wie wirkt es auf euren Körper. Dann werdet ihr auch, ohne erst einmal eine Reinigung gemacht zu haben, schon feststellen, wie diese Lebensmittel auf euch wirken. Wie seid ihr danach drauf? Also ihr müsst, das ist so ein, ich spreche in so einem bestimmten Slang, aber ihr müsst wirklich euren Körper hinterfragen, in euch gehen, ja? Was haben mir diese Lebensmittel für einen Zustand gebracht? Und wenn ihr zum Beispiel auch auf der Arbeit seid oder eine Tätigkeit ausführt, dann könnt ihr das an der Tätigkeit messen, wie produktiv war ich heute? Oder wie, wenn ihr zum Studium geht, könnt ihr feststellen, wie gut habe ich heute aufgepasst, wie gut habe ich gelernt? Oder wenn ihr zu Hause etwas machen müsst, oder ihr müsst mit irgendjemandem sprechen, wie effektiv ist das Gespräch verlaufen? Oder war das einfach nur ein Blödsinn und hin und her erzählen von irgendwelchen dummen Witzen? Ja? Das sind alles Kriterien, die sagen, habt ihr euch sattwisch ernährt, habt ihr euch rajasisch ernährt oder tamasisch ernährt? Ja? Ich denke mal, das waren jetzt genug Hinweise für Sattva-Lebensmittel und für das Hinterfragen von eurer eigenen Ernährung. Einfach euren eigenen Körper als Maßstab sehen. Er wird euch alles verraten. Euer eigener Verstand, eure eigene Denkarbeit, eure Leistungsfähigkeit wird euch schon sagen, ob ihr euch bewusst oder ob ihr euch anders ernährt, so wie ihr es oder euer Verstand es gerne hätte. Stellt eure Fragen in die Kommentare, wenn euch irgendwas unklar ist. Oder schreibt eigene Kommentare, wie seid ihr zu diesem ganzen Thema eingestellt? Was sind für euch Sattva-Lebensmittel? Ihr könnt ja auch mal einen Erfahrungsbericht schreiben. Wie hat sich eure Ernährung verändert? Habt ihr auch gedacht, dass Fleisch mal gut war und dann habt ihr eure Meinung geändert? Also alle eure Meinung schreibt in Kommentare. Wir werden darauf antworten. Wir werden auf Basis von euren Fragen oder Kommentaren neue Videos machen, um auf das einzugehen, was besonders euch zurzeit betrifft. Abonniert den Kanal, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, drückt auf Gefällt mir. Und teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr meint, dass es euch geholfen hat und auch anderen weiterhelfen kann. Wir werden uns in Zukunft sicherlich auf dem Kanal wiedersehen. Auf Wiedersehen. Om.